Hallo und herzlich willkommen zu Tag 253 meines veganen Tagebuchs. Heute haben wir drei Dinge zu besprechen. Einmal das Fasten, einmal das Couchsurfing und einmal die, der Vergleich Rohqualität, also Rohbioqualität bei Nüssen im Vergleich zu konventioneller Qualität. So, diese drei Themen möchte ich heute mit euch durchgehen. Kommen wir als allererstes zum Couchsurfing. Mich hat gestern jemand angeschrieben und gesagt, hey, ich bin gerade in Leipzig, ey, du bist cool, du hast einen coolen Vlog, kann ich bei dir schlafen? Und dann hat er gesagt, ich bin Couchsurfer. Und habe ich natürlich erstmal sofort gegoogelt, was Couchsurfen bedeutet. Und habe festgestellt, das sind Leute, die sich bei irgendjemanden einklinken und sagen, hallo, du bist cool, kann ich bei dir schlafen? Und da ich cool bin und er recht hat, habe ich gesagt, ja, du kannst bei mir schlafen. Und ich habe eine Gartenlaube und da ist eine große Couch drin, warum soll er da nicht eine Nacht schlafen können? Er scheint ja bedürftig zu sein. Dann habe ich aber festgestellt, also ich habe zugesagt, dann habe ich aber trotzdem mich so ein bisschen informiert und festgestellt, dass Couchsurfen gar nichts mit Bedürftigkeit zu tun hat, sondern so ein Lebensgefühl ist. Du kannst bei mir schlafen, ich kann bei dir schlafen und so weiter. Also so ein bisschen Dings. Und das macht es natürlich noch irgendwie ein bisschen angenehmer. Also von der Bedürftigkeit her wäre so schon gewesen, aber so, dass er halt vom Lebensgefühl und vielleicht ein bisschen freier ist oder so weiter. Ich kenne diesen Menschen nicht, der kommt heute Abend wahrscheinlich irgendwann dann im Laufe des Abends. Ich habe gesagt, spätestens 23 Uhr sollte er dann aufschlagen, damit ich ihn im Garten aufschließen kann, ein bisschen was zeigen kann und und eigentlich würde ich auch ganz gerne ein Interview mit ihm machen, wie das so alles funktioniert und also ein bisschen was habe ich jetzt schon rausbekommen beim Couchsurfen, aber wie ist seine Lebensphilosophie so, das könnte ich mir vorstellen, dass das interessant wird. Bin aber sehr gespannt, habe einfach wieder spontan mal bei was zugesagt, wo ich keinen blassen Dunst hatte, aber im Nachgang fand ich es eigentlich jetzt ganz gut und ja. Also, was heißt im Nachgang? Noch habe ich meinen Garten dann nicht wieder gesehen, nachdem er und so weiter. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass er die Laube nicht abfackelt und dass da alles seinen Gang geht. Auf jeden Fall werde ich dann morgen berichten können, wie das Couchsurfing ausgegangen ist. Und das ist das Erste. Das Zweite. Was nehmen wir jetzt? Machen wir Nüssen. Also, ich habe, das ist schon ungefähr eine Woche her, seit ich das Video gemacht habe, aber bisher hat sich irgendwie nicht angeboten und deswegen mache ich das einfach mal heute. Und zwar geht es darum, dass ich bei dem Shop, beim Vega Store, wo ich durch Avocado Sachs selber auch die 5% bekomme, ne? Also von daher habe ich dort bestellt und verschiedene einzelne, mal alle Nüsse mal durchprobiert, also immer eine kleine Packung gekauft, wo sozusagen die ganzen Nüsse in Rohkostqualität und Bioqualität sind und die verglichen mit einer Nuss, die bei Aldi gekauft wurde. Und da habe ich ein kleines Video gemacht und ich will nicht vorgreifen, aber man hätte sicherlich auch anders denken können, wie es ausgeht. Ab geht's. So, und dann kommen wir jetzt zur Nussverkostung. Fangen wir mal, insbesondere für mich ganz interessant. Das ist alles Rohkostqualität und Bio. Bio-Rohkostqualität. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei Nüssen, glaube ich, habe ich noch nie Bio- und Rohkostqualität gegessen. Fangen wir an. Mandel. Kein Unterschied zu einer normalen Mandel. Ganz eindeutig. Also, im Gegenteil, ich würde sogar fast sagen, die Mandel, die man so zu kaufen kriegt, schmeckt ein bisschen süßer. Ganz unspektakulär, bin ich nicht begeistert. Cashew. Schmeckt etwas mehliger als die Nicht-Rohkostqualität. Auch weniger süß, glaube ich, aber die hat einen gewissen Tiefgang. Also die hat einen gewissen, die Aromen verteilen sich so relativ gut. Also da merkt man, okay, da ist ein bisschen intensiver als so eine, also bei der Cashewnuss kann ich verstehen, warum denkst. Dann eine fermentierte Kakaobohne. Also, die schmeckt um Längen besser. Also eine frische Kakaobohne. Ich habe, das ist eine fermentierte Kakaobohne. Und schmeckt säuerlich, bitter, richtig gut. Absolute Empfehlung. Schmeckt richtig gigantisch. Plus, da kenne ich jetzt keinen, ich kann nur eine frische Kakaobohne daneben sehen. Und die schmeckt überhaupt nicht. Also die schmeckt wirklich gut. Richtig schon ein bisschen säuerlich und auch bitter. Also sehr lecker. Gut. Zedernuss.
Es ist ein Traum. Es ist wirklich einfach nur ein Traum. Ich habe es natürlich vorher schon gegessen. Die anderen Nüsse jetzt noch nicht, aber die Zedernüsse, weil da war ich so gespannt, wo ich die das erste Mal bekommen habe. Also Zedernüsse ist ein absoluter Traum. Erinnert so ein bisschen an Pinienkerne, aber ohne dieses modrige und dieses schimmelige Aroma von Pinienkernen. Also richtig so süß und so waldig, aber so leicht halt. Also absolut mega. In Rohkostqualität wahrscheinlich noch besser, aber ich habe die noch nicht mal in Nicht-Rohkostqualität gesehen. Walnuss? Sehe ich jetzt auch nicht den großen Unterschied. Schmeckt aber ohne schlechter. Schmeckt ungefähr gleich wie Normalqualität. Pekannüsse, das ist das Problem. Ich kenne keine indische Rohkostqualität. Schmecken aber ein bisschen angenehmer, ein bisschen runder als Walnüsse, muss ich sagen. Also, Pekannüsse sind schon ziemlich geil. So, dann haben wir noch Macadamia. Die kenne ich allerdings in Nicht-Rohkostqualität. Auch wieder, wenn du die gegessen hast, was du auf der Zunge dann isst, dann tut sich so ein Geschmack ausbreiten, den du von der Nicht-Rohkostware nicht schmeckst. Zumindest bei den Macadamias war es so und bei den Cashews war es auch ganz intensiv so. Das hat so ein ganz leichter, subtiler Geschmack, wo du merkst, da ist noch mehr, als du es bisher gewohnt bist. So, als letztes die Paranuss. Die ist auch gut. Also, ja, also sag mal so, alles in allem, bei ein paar Nüssen, also bei Cashews, bei ein paar Paranüssen und bei, was hatte ich jetzt als letztes, ich weiß gar nicht mehr, Macadamianüssen, da schmeckst du den Unterschied zur Rohkostqualität schon durchaus heraus. Im positiven Sinne. Beim Mandeln hat mir auch einen Unterschied geschmeckt, aber es war das Einzige, wo mir, glaube ich, die Nicht-Rohkost-Mandel besser geschmeckt hat, aber vielleicht liegt es auch bloß an der Charge. Auf jeden Fall. Aber die, und die Kakaobohne ist natürlich keine Nuss, aber die hat auch, muss ich sagen, ein ganz intensives Aroma. Haben wir jetzt nicht nochmal zu essen. Ja, also man sieht, Rohkost und Bioqualität ist nicht immer gleich besser. Geschmacklich, ne? Also rein von Vitaminen, Nährstoffen, keine Ahnung, wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich. Aber rein vom Geschmack her, also bei der Walnuss, bei Pekannuss habe ich keinen Vergleich, aber bei der Mandel sogar, war die Aldi-Mandel leckerer als die Rohkost-Bio-Qualität-Mandel. Und ja, das ist ziemlich ernüchternd, weil man da das 3- oder 4-fache bezahlt. Allerdings muss man dafür auch sagen, Cashew-Nuss, Paranuss und Macadamia, bei den Nüssen hast du wirklich was geschmeckt. Und zwar so einen richtigen, Tiefgang, also so eine Nuancenvielfalt im Essen. Da isst man so eine Nuss, nicht wie so eine Cashew-Nuss vom Aldi, die isst du und sagst, ja, ein bisschen fettig, ein bisschen süß, gut. Und das schmeckst du, und das schmeckst du wirklich so, nicht im ersten Moment, aber so im Abgang, so eine richtig schöne Tiefe. Also von daher scheint es bei einigen Nüssen sinnvoll zu sein, Rohkostqualität zu kaufen und zumindest geschmacklich, und bei anderen halt nicht. Also von daher, ja, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant, und ja, das soll es gewesen sein. Die Kakaobohne, wie gesagt, für alle, ich hatte es schon mal in einem Video erwähnt, ich kann nicht empfehlen, solche Kakaonüsse zu kaufen, weil die schneidet man durch. Bei der Revolution habe ich ja damals so eine Kakaonuss, mein Video werdet euch erinnern, gegessen, einige gegessen, ja, schmeckt ganz gut, so zwei, ja, ist okay. Bei der dritten hat es dann gereicht. Und mehr geht auch nicht pro Tag. Und wenn man dann die im Kühlschrank lässt, dann in 4-5 Tage ist die spätestens, dann ja, kannst du nicht mehr essen, weil sie verschimmelt ist. Und die fermentierten Kakaobohnen, die schmecken das Bittere ungefähr genauso, ist noch knuspriger, was schöner ist, also nicht so eine, weiß nicht, was für eine Qualität, Konsistenz das war, so biegsam und ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall blöde Konsistenz, knusprig, und die hat halt durch die Fermentation so eine Spritzigkeit in der Bitternis, und das ist wirklich lecker. Kannst du auch nur 2-3 pro Tag essen, aber das ist dann richtig sowas wie so, also, und entsprechend, ja, kann ich die da empfehlen, weil die kannst du ewig halten. Und von daher, kauf fermentierte Kakaobohnen. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt bei Vegas Rohkostqualität sind oder nicht, aber könnt ihr auch woanders kaufen, überall ist kein Thema.
die wird wahrscheinlich überall bitter und spritzig schmecken. Also mein Tipp, keine frischen Kakaobohnen, sondern fermentierte Kakaobohnen. So, das dazu. Und nun kommen wir zum Fasten. Heute ist ja Tag 4. Heute ist der geile Tag. Leider habe ich von dem geilen Tag so gut wie gar nichts mitbekommen, weil ich habe noch kein High erlebt. Ich habe sogar heute schon meditiert, also wirklich mich mal eine Stunde hingesetzt, also gesetzt. Bei mir ist das immer so eine Art Liegen wegen meinem Rücken. Und ja, und einfach mal im Nichts gewesen und empfänglich gewesen. Ich habe gewartet auf das High. Ich habe ja gewusst, dass das heute kommt. Und gewartet, aber ist irgendwie noch nicht gekommen. Vielleicht kommt es noch. An sich muss ich sagen, ja, so langsam möchte ich das dann auch haben, weil der Tag neigt sich auch langsam zu Ende. Und wenn das heute nicht kommt am vierten Tag, werde ich wahrscheinlich noch den fünften Tag mir angucken und dann aber wirklich sagen, naja, muss vielleicht jetzt nicht länger sein, weil es hat auch ein paar negative Aspekte. Negativer Aspekt 1, ich habe Schwindelgefühle. Jedes Mal, wenn ich aufstehe oder wenn ich die Position wechsle, also wenn ich lange stehe an meinem Stehtisch und das Zeug abarbeite und drehe mich schnell um und mache was anderes, Schwindelgefühl. Überall Schwindelgefühl. Also ich habe am Tag bestimmt so 10 bis 15 Mal ein ganz intensives Schwindelgefühl. Und das zeigt mir, das ist nicht so toll. Und das ist das erste Negative. Das zweite Negative ist, ich tue viel weniger onanieren, ich habe viel weniger Lust und das ist für mich ein massiver Einschnitt in die Lebensqualität. Also ich tue generell 2 bis 3 Mal am Tag onanieren und jetzt, also an einem Tag habe ich gar nicht onaniert und an einem Tag habe ich nur abends onaniert. Und wie gesagt, das geht überhaupt nicht und von daher Punkt 2, wo ich sage, nee. Und Punkt 3, einschlafen. Einschlafen ist für mich eine Sache, die mir total leicht fällt. Aber seitdem ich Wasser faste, tue ich extrem schwer einschlafen. Ja, logisch, mit hungerndem Magen schläft sich halt nicht so gut. Und das Hungergefühl ist etwas weg. Also ist nicht ganz so. Dafür ist das, also das Einschlafen, wie gesagt, ein massives Problem. Ich habe jetzt ungefähr, brauche 3 bis 4 Stunden, um einzuschlafen, wo ich früher 5 Minuten gebraucht habe. Also zur selben Zeit. Ne? Massives Problem und ich habe leichte Magenkrämpfe. Und auch das ist unangenehm und von daher bin ich jetzt so am Grad zu sagen, okay, 4 Tage bzw. 5 Tage, wenn ich morgen dann noch mache, bzw. morgen abbreche, dann 5 Tage reicht dann, um festzustellen, dass Wasserfasten im Endeffekt keine spirituelle Erleuchtung gebracht hat, kein spirituelles neues Bewusstsein oder in irgendeiner Weise eine Reinigung, sondern ja, einfach nur Fasten ist. Ne? Also von daher nichts Positives von der Fastenfront. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch weiterhin eine schöne Woche. Wir sehen uns morgen wieder und eventuell dann zum Ende des Fastens und ein großes Resümee mit Gewichtsabnahme und ob die Augen klarer geworden sind. Das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich habe am ersten Tag meine Augen aufgenommen und weil irgendjemand hat gesagt, da war das glaube ich der Rüdiger. Der Rüdiger hat gesagt, dass die Augen klarer werden beim Fasten. Und ja, weiß ich nicht, vielleicht seht ihr das schon. Vielleicht strahle ich schon, aber ich werde auf jeden Fall habe meine Augen am ersten Tag aufgenommen. Bevor ich das Fasten beende, werde ich meine Augen wieder aufnehmen, zur selben Zeit und mit demselben Kamerawinkel und so weiter. Und dann werden wir sehen, ob meine Augen klarer geworden sind. So, das soll es aber jetzt wirklich gewesen sein und macht's gut, schöne Woche. Tschüssi. Und wenn man noch nicht genug von mir bekommen kann und sich zu Tode christianisieren möchte, der hat natürlich hier unten die Möglichkeit, mir bei meinen anderen Projekten zu folgen. Und das zum einen natürlich meine Homepage, wo quasi die Quintessenz aller YouTube-Videos und Facebook festgehalten wird, in den veganen Säulen, die ich mir sozusagen aufgebaut habe. Bei Facebook tue ich meiner Leidenschaft frönen, Fotos zu schießen und ein paar persönliche Dinge preiszugeben. Des Weiteren natürlich die Playlists bei YouTube. Ich empfehle da vor allem das Wissensarchiv, wo wirklich der pure Content drin ist, ohne Laberei, wo es einfach nur um Wissen geht. Dann natürlich die Rezension, Produkte kaufen oder nicht kaufen, das findet in Rezension, Rezepte selbst erstellt oder getestet und natürlich nicht zu vergessen mein Tagebuch, wo meine persönlichen Gefühle des Tages verarbeitet werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit Christian.